Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Wir haben, ja, die ekelhafte die rosa Nuss haben wir kennengelernt. Und ja, wir sind wieder unterwegs und wir haben wohl offensichtlich wieder unsere Probleme bekommen. Allerdings hat sie auch uns irgendwas in... den Feenzauber und die Wahlkampfbroschüre. Wer reich und erfolgreich sein will, sollte den Reichen und Erfolgreichen vertrauen. Wir wissen, wie es geht. Wählt Sybil van Buren. Van Buren. Okay, gut. Haben wir den Namen? Gut, wir schauen uns mal ein bisschen hier noch im... Oh, da hinten können wir es nehmen. Unseren Zauberstab, jawohl. Den brauche ich natürlich wieder. Kriege ich damit irgendwas? Dieses Mal hat er mich nicht im Stich gelassen. Er funktionierte sogar besser, als ich gedacht hätte. Es war, als wollte er zaubern. Ich konnte ihn kaum unter Kontrolle halten. Sehr schön gemacht. Gut, wir schauen hier ein bisschen weiter. Verrückte Zeichnungen und Symbole. Das muss wahrlich hohe Magie sein. Nur die klügsten Zauberer können all das verstehen. Ja, hat mir in Mathe damals auch schon geholfen. Einfach wilde Konstruktionen. Das ist ungewöhnlich. Dieses Gerät sieht eher nach ordentlicher Ingenieurskunst aus als nach Magie. Die meisten magischen Apparaturen haben viele goldene Teile, aufwendige Verzierungen und Schnickschnack, wie die Magier ihn mögen. Das hier könnte glatt aus einer Gnomenwerkstatt stammen. Okay, und was macht das Gerät? Was steht auf dem Zettel? Der Apparatus, der den Schüler Allardyce ins Verderben stürzte. Eine Warnung für alle, die die Grenzen der Magie nicht akzeptieren wollen. Okay, ein Vernichtungsapparat oder irgendwas? Ja. Ich vermute, dass in den Käfigen irgendwelche magischen Geschöpfe gehalten wurden. Schüler zum Beispiel. Ja, den einen hätte ich am liebsten ja auch hochgesperrt. Gut, aber wir haben hier noch ein bisschen was. Lehrer werden traditionell in Äpfeln entlohnt. Den hier habe ich mir aber selber besorgt, weil ich meinen ersten Tag auf keinen Fall apfellos bestreiten wollte. Okay, und noch irgendwas? Dieses Buch hier gibt es auch noch? Das Buch sieht uralt und ziemlich wichtig aus. Die Hälfte der Klasse hatte laufende Nasen. Die meisten konnten wieder eingefangen werden. Das ist das Klassenbuch, in dem Lehrer besondere Vorkommnisse vermerken. Okay, okay. Was gibt's sonst noch hier? Hier gibt's noch den Tisch von dem Rotzlöffel. Schauen wir uns den mal an. Vielleicht gibt's da ja noch irgendwas Interessantes. Ich weiß, es ist am Anfang immer ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wer der Junge war. Er war auf jeden Fall ganz schön vorlaut und unverschämt. Allerdings scheint er auch eine Menge von Magie zu verstehen. Wenn ich es schaffe, ihm Manieren beizubringen, könnte er ein guter Schüler werden. Oh ja, du hoffst immer auf das Gute irgendwie. Generationen von Schülern haben ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in Form von ins Holz geritzten Bildchen und Sprüchen. Hier steht ein besonders langer. Für alle Herumtreiber und Tu-nicht-Gute. Dazu verdonnert worden, immer und immer wieder denselben Satz an die Tafel zu schreiben? Kein Problem. Verzaubere das Kreidestück mit dem Automatisierungszauber und es übernimmt die ganze Arbeit für dich. Bartholomäus. Hey, das ist Schummeln. Allerdings auch ziemlich clever. Hier unten ist der Zauberspruch ins Holz geritzt. Ich schreibe ihn mir auf. Oh, den werden wir wahrscheinlich für irgendwas brauchen. Nehme ich an, wenn wir mal irgendwann schaffen, ordentlich zum Zaubern. Was ist mit dem rosa Tisch? Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden, oh, okay. Und vom kleinen Timmy. Unterschiedlicher können zwei Schüler fast nicht sein. Chantal ist nur hier, weil es Tradition in ihrer Familie ist. Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich für Magie interessiert oder viel Talent dafür hat. Timmy hingegen ist wissbegierig und in den letzten Tagen vor Aufregung beinahe geplatzt. Für Schüler wie ihn müssen wir diese Schule wieder auf Vordermann bringen. Okay, der kleine Timmy, aber ja.
Was haben wir hier noch? Oh, öffne die Tischklappe. Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden. Ja. Unterschiedlicher Timmy hin. Ja, ich wollte öffnen hier. Eine Federmappe, ein Lineal. Nichts Besonderes. Okay. Ich glaube, der Erzmagier hat solche Broschüren gar nicht. Auch keine Plakate oder Marktschreier oder Theaterstücke. Entweder fehlt ihm das Gold oder er will den Wahlkampf nicht auf diese Weise führen. Chantal hat ihr Buch liegen gelassen. Es scheint ein Märchenbuch zu sein. Allerdings eins der kitschigen Sorte. Können wir hier noch irgendwas machen? Da hinten haben wir noch einen Ofen und eine Chemie-Ecke. Okay, klasse. Was haben wir in dem Ofen? In dem Ofen wird kein Feuer mehr gebrannt haben, seit die Schule vor 20 Jahren verschwunden ist. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich darin kein Feuer entzünden. Das Rohr vom Rauchabzug ist kaputt und der Qualm würde den ganzen Klassenraum füllen. Okay, das wird wahrscheinlich noch irgendwann kommen, dass wir hier irgendwas machen müssen. Aber ich frage mich, drinnen brennt doch der Kamin und hier brennt er nicht. Hä? Okay, ja, man weiß es ja nicht. Und wir haben hier hinten auch noch eine Chemie-Ecke. Das Mixen von Zaubertränken ist ein wichtiger Bestandteil der Magie. Es ist so ähnlich wie Kochen. Nur, dass einen der Eintopf nicht umbringt, wenn man eine falsche Zutat reintut. Oh, doch, kann er. Oder wenn man falsch rührt. Na gut, das vielleicht nicht. Nein, jetzt habe ich schon wieder irgendwo hingeklickt. Okay, die Broschüren haben wir angeschaut. Die Pflanze macht mir ein bisschen Angst. Ich hoffe, das ist keine fleischfressende Pflanze. Und da oben dieser Kobold, der fliegt irgendwie auch immer noch rum. Die kleinen Kerle sehen aus, als hätten sie nur Schabernack im Kopf. Ich hoffe, sie stellen nicht zu viel Blödsinn an. Na, das hoffe ich auch. Okay, dann gehen wir mal in die Fleischfresse. Die meisten der Pflanzen sind vertrocknet, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Nur diese Pflanze muss irgendwo eine Wasserquelle gefunden haben. Vielleicht ist eines der Fenster undicht. Okay, das Aquarium finde ich ja immer noch klasse hier mit dem. Es macht Hoffnung, dass so etwas Schönes und Friedliches in diesem düsteren Gebäude überlebt hat. Oh, okay. Fleischfressend. Okay, hab verstanden. Vielleicht war es schon immer eine fleischfressende Pflanze. Vielleicht hat sie sich aber auch an ihre neue Umgebung angepasst, um zu überleben. Keine Sorge, kleine Pflanze. Jetzt werde ich mich um dich kümmern. Du musst nicht mehr hungern. Boah, das ist ja ekelerregend. Das riecht wie faule Eier. Oder wie Opa, wenn er Bohnensuppe gegessen hat. Okay, das wird auch noch irgendwann wahrscheinlich kommen. Einführung in die Zauberkunde, Schafzucht und Pflege, Statistik. Das scheint so eine Art Stundenplan zu sein. Okay, und jetzt noch das Aquarium. Nachdem die Schule vor 20 Jahren einfach verschwand, konnte sich niemand mehr um die Tiere kümmern. Mit ziemlich dramatischen Konsequenzen. Ah, nimm! Machen wir doch. Das ganze Skelett kann ich wohl nicht gebrauchen. Aber so eine spitze Gräte hier könnte mal nützlich werden. Sicher, die können wir immer gebrauchen. So, was haben wir noch was? Die Pflanze haben wir schon. Hier unten ist noch eine Schatzkiste. Man wollte den natürlichen Lebensraum des Fisches anscheinend möglichst exakt nachbauen. Inklusive Miniaturschatzkisten, wie man sie im Meer häufig findet. Okay, ich glaube, hier haben wir alles erledigt in dem Raum. Dann auf nach draußen. Schauen wir. Erzmagier! Remy! Wenn das nicht unser neuester Professor ist, wie war deine erste Stunde, Wilbur? Ja, gar nicht so toll.
Super. Ich habe ein paar Flugkobolde beschworen und die Schüler waren begeistert. Ah, gut gemacht. Wenn sie lernen wollen, hast du schon fast gewonnen, Wilbur. Was tun Sie denn hier in der Schule, wenn ich so fragen darf? Ich wollte Horatius Bloch, dem neuen Direktor, einen Antrittsbesuch abstatten und schauen, wie es in der Schule steht. Das ist sehr nett. Aber haben Sie dieser Tage nicht dringendere Aufgaben? Nun ja, es ist meine alte Schule. Ich bin hier selber als Kind durch die Halle gelaufen. Was der Erzmagier dir gern verschweigen würde, etwas stimmt hier nicht. Er spürt die Gegenwart von etwas Bösem. Oh, seit okay. einigen Tagen schon. Ja, das ist natürlich nicht gut. Was spürt er was denn? Was meinen Sie damit, Sie spüren etwas Böses? Alles, was wir tun und was wir denken, hinterlässt eine Spur. Kennst du das, wie man manchmal erschaudert, wenn man einen Ort betritt, an dem viel Böses geschehen ist? Dunkle Magie hinterlässt eine besonders starke Spur, wie ein übler Geruch. Und hier riecht es nach dunkler Magie? Ich habe es vor einigen Tagen zum ersten Mal gespürt. Erst in der Unterstadt, dann in der Oberstadt und nun hier in der Schule. Oh ja, ich kenne das. Woher kommt sie? Ich meine, wissen Sie, wer dafür verantwortlich ist? Der Dönerladen. Nein, die Spur verliert sich. Hier in der Schule liegt zu viel wilde Magie in der Luft. Wir müssen die Augen offen halten. Gute Detektivarbeit bringt uns in diesem Fall weiter als Hokuspokus. Oh, ich mag diese Stimme hier vom Antonio Banderas. Wie ist der neue Direktor? Und wie ist er so, der neue Direktor? Er ist kein Magier, das steht mal fest. Ein Agent der Ratsvorsitzenden ist er. Zuallererst ist er ein zuverlässiger Beamter mit Prinzipien, Remy. Die Ratsvorsitzende hat ihn berufen und er mag ihre Politik befürworten. Aber ich glaube nicht, dass er gegen uns arbeiten wird. Er ist streng, aber korrekt. Haben Sie gesehen, wie er mich angesehen hat? Als sei ich Ungeziefer. Nein, ich sage Ihnen, die Ratsvorsitzende hat ihn nur aus einem Grund eingestellt. Er soll unserem Wilbur hier das Leben schwer machen. Ich glaube, ich soll versagen, damit man es Ihnen in die Schuhe schieben kann, Erzmagier. Ha, wenn das Ihr Plan ist, dann haben Sie schon verloren. Oh, sind wir uns da mal nicht ganz so sicher. Wie läuft denn der Wahlkampf aktuell so ohne Wahlkampf? Wie läuft der Wahlkampf? Ich hoffe doch, wir gewinnen. Noch liegen wir vorn. Aber unser Vorsprung schmilzt. Van Buren und ihre Bonzen stecken Unmengen von Gold in den Wahlkampf. Es scheint ihnen ernst zu sein. Wie sieht es in der Stadt aus? Hat sich die Lage beruhigt? Kann man nicht behaupten. Die Barrikaden werden höher, die Zeltlager größer. Die Bürger werden ungeduldig. Und wer könnte es ihnen verdenken? Der Krieg ist vorbei, doch allen geht es immer nur schlechter. Aber Sie tun doch, was Sie können, Erzmagier. Es braucht Zeit, Wilbur. Je tiefer die Wunden, desto länger brauchen sie, um richtig zu verheilen. Und nichts schlägt tiefere Wunden als Krieg. Wir müssen Ergebnisse liefern. Noch vertrauen die meisten auf Erzmagier Alistair. Aber die Stimmung könnte kippen. Dann verlieren wir nicht nur die Wahl, wir hätten einen Aufstand am Hals. Ja, das ist natürlich ganz, ganz blöd, wenn es in der Stadt recht blöd läuft. Aber ich finde es immer noch klasse hier. Hier diese Kämpferstimme von dem Remy unten. Ich finde den nett. Ich habe Ratsvorsitzende von Buren kennengelernt. Die Ratsvorsitzende war hier. Sie hat ihre Tochter aus meiner Klasse abgeholt. Fürchterliche Person. Richtig. Sie besitzt großen Einfluss und sie hat reiche Freunde. Sie könnte ihren Einfluss und ihr Gold doch auch nutzen, um Gutes zu tun. Warum versucht sie stattdessen, sie zu stürzen? Sie glaubt, das sei etwas Gutes, Wilbur. Fast niemand will Böses tun. Es gibt nur sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was gut und was böse ist. Nee. Ich glaube, ich sollte dann mal zum Direktor gehen. Auf Wiedersehen, Erzmagier. Tschüss, Remy. Auf Wiedersehen, Wilbur. Lass dich nicht einschüchtern. Ich tue mein Bestes und ich werde nicht aufgeben. Ich weiß. Gehen Sie schon mal, ich komme gleich nach.
Ich wollte noch kurz mit dir unter vier Augen sprechen, Wilbur. Es gibt Probleme. Okay, was gibt's für Probleme? Das mit der dunklen Magie überall in der Stadt klingt nicht gut. Es ist nicht nur das. Ich glaube, das Leben des Erzmagiers ist in Gefahr. Was? Es gab einen Anschlag, oder vielleicht gab es einen. Oh. Alistair besteht darauf, dass es Zufall war. Aber wie oft lösen sich tonnenschwere Wasserspeier vom Magierturm, wenn er gerade darunter steht? Ich habe so viele Ratten, wie ich entbehren kann, zu seiner Bewachung abgestellt. Aber du musst auch die Augen offen halten, Wilbur. Ich? Nicht nur in der Stadt geht etwas vor sich, auch hier in der Schule. Wir brauchen Informationen. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Okay, also wir wissen es ja eigentlich schon, weil er soll ihn anscheinend umgebracht haben. Wenn das jetzt die Zeit vor der Ivo ist oder gleichzeitig mit der Ivo. Okay, erstmal was Erfreuliches. Hier, Geheimdienstchef. Alistair hat dich endlich offiziell zum Geheimdienstchef ernannt, wie ich gehört habe. Vom König der Diebe zum hohen Staatsbediensteten? Allerdings. Hat ganz schönen Wirbel gegeben. Es ist das erste Mal, dass eine Ratte einen offiziellen, inoffiziellen Regierungsposten innehat. Nicht wenige sind der Meinung, dass bei so vielen arbeitslosen Menschen keine Jobs an Ratten vergeben werden sollten. Keiner kennt sich so gut in der Stadt aus wie ihr Ratten. Du hast mir damals bei meiner Magierausbildung geholfen, weißt du noch? Yep. Hast mir Trankzutaten besorgt und meinen großartigen Zauberstab. Und du hast dafür Timmy und meinen ganzen Clan von dem Verhungern gerettet. Das vergessen wir dir nie, Wilbur Wetterquarz. Oh ja, das war eine coole Story im ersten Teil, halt eben die Magierausbildung. Gut, Timmy hat sich gut gemacht, bis auf dass er jetzt ein Rotzlöffel ist. Timmy hat mich heute Morgen in meiner ersten Unterrichtsstunde sehr unterstützt. Ja, er hat sich gut gemacht, will unbedingt Magier werden, so wie sein großes Vorbild. So wie der Erzmagier? Nein, so wie der Held des Schwarzen Turms. Für Timmy und viele andere bist du einer der Helden, die den Krieg beendet haben. Oh. Dann rede ich am besten mal mit dem Direktor und frage ihn, was ich für ihn tun soll. Was immer es ist, du solltest es tun und dir nichts anmerken lassen. Aber halte nebenbei Ausschau nach ungewöhnlichen Dingen. Naja, Dinge, die selbst in einer verzauberten Magierschule ungewöhnlich wirken. Verstanden. Treffen wir uns nach Feierabend unten im Gasthaus? Dann können wir Neuigkeiten austauschen. Ich hoffe mal, Direktor Bloch wird mich nicht die ganze Nacht beschäftigen. Du schaffst das schon. Du hast die Schattenarmee besiegt. Vergiss das nicht. Ach, die Tür ist ja cool. Ja, nur damals war ich auch nicht ganz allein. Ja, das nenne ich doch mal eine absolut, undiskriminierende Tür hier. Für jede Größe gibt's eine eigene Öffnung hier. Für die Gnome in der Mitte, für die Menschen drüber und ganz unten auch noch für die Ratten. Es ist cool gemacht, das Spiel. Ja. Lo Regis Magus. Okay. Magus, klar. Da oben haben wir den Kobold. Wenn man Wesen beschwört, erschafft man sie nicht wirklich, habe ich gelesen. Man ruft sie vielmehr von einem anderen Ort zu sich. Ich weiß nicht, wo die Kobolde hergekommen sind, aber sie machen nicht den Eindruck, als wollten sie bald dorthin zurück. Okay, was gibt's hier sonst noch? Oh, es gibt arg viel. Wir haben kistenweise Schrott und Müll aus der Schule getragen. Die Bretter da haben wir wohl übersehen. Ich nehme sie mit. Erledigt ist erledigt. Jawohl, neue Gegenstände. Die Schule war in einem schrecklichen Zustand, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. Es hat Tage gedauert, bis wir uns im Erdgeschoss halbwegs frei bewegen konnten. In den oberen Stockwerken waren wir noch gar nicht. Okay, ja, da brauchen wir wirklich jemanden, der hier ein bisschen aufräumt. Da oben noch mehr Gerümpel, wahrscheinlich auch von verstorbenen Lehrern. Die Schule ist nicht im allerbesten Zustand.
Aber wenigstens gibt es jetzt wieder eine öffentliche Magierschule in Seefels. Wir werden das Gebäude nach und nach zurückerobern und ich werde mithelfen, eine neue Generation von Magiern auszubilden. Ja, viel, viel Arbeit hier. Da, der nächste Kobold hier. Den lassen wir auch fressen von der Pflanze. Oh, Entschuldigung. Wenn man Wesen beschwört, ich weiß nicht, wo die... Okay, den haben wir schon da oben. Der Kobold da scheint besonders unternehmungslustig zu sein. Er war der Erste, der aus dem Klassenzimmer geschlüpft ist. Und nun dreht er da ganz oben seine Kreise. Okay, die haben wir. Was ist hier unten noch? Blatt Papier? Was ist das? Das Blatt stammt aus einem Buch. Es ist in der Mitte gefaltet und vorne und hinten bedruckt. Er gibt 4 Buchseiten. Es wurde nicht herausgerissen. Sieht eher aus, als hätte sich das Blatt aus dem Leim gelöst. Ich stecke es ein. Okay, und was steht da drauf? Ein gefaltetes Blatt? Ich weiß nicht, was... Haben wir schon. Gut, hier vorne gibt's noch irgendwas. Betrachte den dreckigen Fußboden. Die Schule ist nicht im besten Zustand. Der gröbste Schrott und Müll wurde schon beseitigt. Aber es wird noch Wochen dauern, bis alles sauber und aufgeräumt ist. Ja, ihr habt ja Zeit. Das ist kein Problem. Da haben wir noch eine Wache, einen Wandteppich und Hebel. Ein Hebel? Keine Ahnung, was der tut. Vielleicht zeigen die Farben und Formen auf dem Wandteppich, wem der Ritter einst gedient hat. Ich kenne mich mit diesen Dingen leider nicht gut aus. Im Weißkammgebirge gab es keine Ritter. Vermutlich, weil sie alle im Schnee versunken wären. Als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal in die Schule gekommen bin, habe ich mich bei seinem Anblick sehr erschrocken. Ich meine, ich kannte Ritterrüstungen aus Büchern. Aber wenn man sich vorstellt, dass darin ein Mensch steckt, und das schon seit Jahrzehnten. Ah, okay. Man kann mit ihm auch reden, oder? Das ist doch albern. Wer immer in der Rüstung steckt, muss schon lange tot sein. Außer, es ist ein Gespenst. Okay, dann reden wir lieber nicht mit ihm, sondern schauen ins Lehrerzimmer rüber. Direktor Bloch? Ah, Professor Wetterquarz. Da sind Sie ja endlich. Ich habe einige Aufgaben für Sie. Hier, die Stimme kenne ich doch auch. Wie hieß er nochmal? Von Dr. House hier, der Wilson, oder? Oder? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das richtig ist? Ich weiß es nicht genau. Ja, aber er sieht auf jeden Fall nicht so nett aus und dieses Bild hinter ihm, das macht mir irgendwie auch so ganz leicht Angst. Ja, wir schauen uns das Ganze aber noch genauer an. Morgen in einer neuen Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Oh mein Gott, das ist... Also die Folge wird wahrscheinlich nur eine Redefolge oder so eine Ansichtsfolge, aber... Naja, zumindest mal wissen wir jetzt so ein bisschen, was hier passiert ist. Wir haben auch einen Automatisierungszauber gefunden und ein nettes Skelett im Aquarium. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und morgen gibt es dann eine neue Runde und dann erfahren wir, was für ein Drecksack da sitzt. Also, bis dann. Ciao, ciao.